Herzlich willkommen auf Eurella.de. Heute beschäftigen wir uns nochmal mit der Ableitung. Und zwar haben wir letztes Mal gesehen, dass wir die Ableitung geometrisch bestimmen können, mit Hilfe von grafischen Methoden. Diesmal wollen wir das Ganze analytisch bestimmen und wollen zeigen, wie eigentlich die Ableitung definiert ist und wie man die dann ausrechnen kann. Und zwar haben wir folgende Funktion hier aufgemalt. F von x ist 1 plus x². Das ist eine Parabel, die hier durch minus 1, 0 geht, hier durch 0, 1. Das heißt, es ist eine ganz übliche Parabel, die um 1 nach links verschoben ist. Was uns jetzt interessiert, ist die Ableitung hier an diesem Punkt 0, 1. Wie können wir das machen? Dazu benutzen wir die sogenannte H-Methode. Ich erkläre euch gerade, woher der Name kommt. Wir starten an diesem Punkt 0, 1 und gehen jetzt einen bestimmten Wert, nennen wir ihn H, oder sagen wir H1, nach rechts. Sagen wir hier hin. Und dann schauen wir uns den Funktionswert an diesem Punkt an. Also wir gehen hier nach oben und haben hier f von h1. Und jetzt haben wir zwei Punkte. Wenn wir jetzt diese beiden verbinden, dazu nehmen wir ein Geodreieck, nehmen hier an diese beiden Punkte an und verbinden diese zwei Punkte. Dann sehen wir, dass diese Gerade zwar nicht genau dieser Tangente hier entspricht, aber der schon einigermaßen nahe kommt. Das heißt, was wir machen könnten ist, wir rechnen einfach mal die Steigung dieser Tangente, dieser Gerade aus und sagen, das ist eine erste Näherung für unsere Tangente. Das heißt, was wir jetzt erstmal ausrechnen ist, die Steigung hier von dieser Gerade hier mit dem Steigungsdreieck. Das heißt, was wir ausrechnen müssen, ist die Steigung m. Ich sage jetzt mal m von h1 ist gleich hier die Erhebung hier, das ist f von h1 minus f von 1, f von 0 von h1 minus f von 0 und der Wert muss geteilt werden durch den Fortgang hier, der gerade h1 ist. Und in dem Beispiel können wir das einfach bestimmen. Hier haben wir den Punkt 1, 4. Hier haben wir den Punkt 0, 1. Das ist hier einfach der x-Wert und der entsprechende y-Wert. Also hier 0, 1 gesetzt. 0 angesetzt gibt 1. Hier 1, 1 gesetzt gibt 4. Jetzt rechnen wir das also hier aus. Dann haben wir 4 von diesem Punkt hier, minus 1 von diesem Punkt hier, durch den Fortgang h1, was nichts anderes ist als 1 in diesem Fall. Das haben wir 3. Das heißt, 3 können wir als erste Näherung für diese Steigung ansehen, aber naja, so ganz genau ist es halt dann doch noch nicht. Wie können wir das jetzt besser machen? Wir sehen jetzt, wenn wir einen zweiten Punkt nehmen, hier mit einem kleineren h, nennen wir dieses mal h2, dann sehen wir, wenn wir hier die Gerade zwischen diesen beiden Punkten einmalen, die sieht dann so aus. Das ist zwar noch immer nicht ganz der Tangente entspricht an diesem Punkt, aber dass es schon ein bisschen näher dran ist. Das heißt, was wir sagen könnten, ist, dass m von h2, was nichts anderes ist als Funktionswert am Punkt h2, also hier, minus den Funktionswert hier, f von 0 geteilt durch den Fortgang, den wir hier haben, h2. Dass das für ein h2, das zwischen diesem h1 und 0 liegt, tatsächlich schon besser ist, als das, was wir vorher haben. Jetzt
könnt ihr das mal zu Hause probieren. Jetzt nehmt ihr einfach ein H2, vielleicht ein halb, und setzt hier die Werte ein. Und dann seht ihr, dass hier ein Wert rauskommt, der schon näher an der Tangente liegt. Und jetzt wollen wir das ein bisschen formalisieren. Jetzt wollen wir das ein bisschen mathematisch genau fassen. Was wir damit meinen, dass wir hier ein bisschen besser werden, wenn wir auch dieses H ein bisschen kleiner wählen. Das heißt, was wir eigentlich wollen ist, wir wählen f von h minus f von 0 durch h. Das ist die Steigung, wenn wir hier dieses h als irgendeine Größe wählen. Dass wir dieses möglichst genau machen, wenn wir h möglichst klein machen. Und genau das machen wir, indem wir hier den Minus nehmen. Und das nennen wir dann die Ableitung der Funktion hier im Punkt 8. Natürlich muss die Ableitung hier nicht unbedingt im Punkt 0 genommen werden. Wir können hier eine Ableitung suchen oder wir könnten sie hier suchen, ganz wo man will. Und da kann man das natürlich noch verallgemeinern. Aber als allererstes nehmen wir hier tatsächlich mal die Ableitung hier an diesem Punkt und wollen diesen Grenzwert hier mal bestimmen. Das heißt, was wir haben wollen, ist Limes h gegen 0. Die Grenzwerte haben wir in einem der vorherigen Videos ja schon kennengelernt. Das setzen wir hier für f von h und f von 0, setzen wir hier die entsprechenden Werte ein. Das heißt, wir haben hier 1 plus h Quadrat minus f von 0, hier 0 angesetzt, gibt 1 Quadrat durch h. Ja, und können wir das ausmultiplizieren. Limes a gegen 0. Hier das ausmultipliziert ist 1 plus 2h plus h Quadrat minus 1 durch h. Jetzt sehen wir, dass sich hier die 1 kürzt und dass wir hier dann ein h ausklammern können. Das heißt, wir können schreiben Limes h gegen 0. Das und das fällt weg. Dann haben wir hier h. Hier ausklammern kriegen wir eine 2 plus h durch h. Dieses h können wir kürzen. Dann haben wir Limes h gegen 0 von 2 plus h. Und jetzt geht h gegen 0. Das heißt, dieser Term geht gegen 0, dieser Term geht gegen 2. Das heißt, wir haben den Grenzwert 2. Und jetzt wollen wir noch zeigen, wie man das hier in einem ganz allgemeinen Punkt aufschreiben kann. Nehmen wir einfach diese Formel und verschieben sie sozusagen an diesen Punkt, an dem wir die Ableitung nehmen wollen. Das heißt, allgemein gilt, dass die Ableitung f' am Punkt x definiert ist als f von x plus h minus f von x durch h. Und das jetzt für ein beliebig kleines h, das heißt für den Limes h gegen 0. Und dann sehen wir dann, werden wir dann sehen in den nächsten Beispielen, in den nächsten Videos, wie wir das berechnen können. Und dann werden wir sehen, dass es doch ganz einfache Rechenregeln dann, um dieses f' von h aus dieser Ableitung zu bestimmen. Vielen Dank und bis bald wieder auf Dürer.de.